Geissens sind auf großer Südafrika-Expedition. Derzeit hält sich die Familie noch relativ zivilisiert in der Metropole Kapstadt auf. Der Kühlschrank im Haus ist leer. Familieneinkauf ist angesagt. So viel sei verraten. Es artet aus. So, was brauchen wir noch? Oh, das ist schwer. Bitte. Ja, dann nimm eins. Hier, vielleicht ein Grappa? Nein! Warum? Wir müssen aber Wein kaufen. Wir müssen Wein kaufen. Ja, Wein können wir kaufen. Wein ist hier. Wein. Und du brauchst gutes Olivenöl, weil wir haben da nur so. Ja, dann hol gutes kein Olivenöl. Gutes Olivenöl. Hier ist gutes Olivenöl. Ja, bitte tu das rein hier. Naja, heute haben wir mal ein paar Freunde eingeladen, die wir nicht ins Restaurant einladen wollten, sondern wir haben ja ein Haus. Und du sollst doch nicht alles erzählen. Ich muss doch auch noch was dazu sagen, oder? So. Und ich koche dann, oder wie? Du erzählst und ich koche. Genau. Und dafür gehen wir jetzt einkaufen. Richtig. Was machen wir hier bitte bei Olivenöl und Balsamico? Ja. Lass uns doch was Richtiges essen. Zu den italienischen Abend. Hey, also die Süßigkeiten waren da hinten, wenn wir was Richtiges essen wollen. Ach, ich kann so nicht einkaufen, ne? Kinder machen mich komplett verrückt. Ja, das ist da absolut nervig. Da will ich ein vernünftiges Menü del Dia kreieren, à la Robert Geiss. Und was machen meine Kinder? Süßigkeiten und alle möglichen anderen Zauber. Ist da logisch, dass ich dann zur Flasche greife. Der war doch gut, oder? Haben wir den getrunken? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Papa, was machst du? Oh, der ist gut. Den können wir nehmen. Was hat er davon getrunken? Das so, dann nehmen wir noch was. Warum ist peinlich? Ja, aber wir den trinkt nur mitnehmen. Papa. Das trinkt. Den nehmen wir noch mit. Den trinkt Papa. Was sind die Eier? Sollen wir mal eine probieren? Probier mal eine. Nein, die sind so squishy, Mama. Oh, oh das ist aber nicht gut, ne? Tust du das da weg? Nein. Aber sowas von. Aber ganz wohin? Schnell. Wohin? In deinen Mund? Nee, gib her. Nein, leg es doch irgendwo hin, Mama. Das wächst ein Baum draus. Hast gib du, wie es her. Die Leute aber sind, aber nicht auf Kacheln. So langsam müsstet ihr doch alles haben, oder? Hallo? Was fehlt denn noch? Wir brauchen Eier, weil ich habe meine gefunden. Ich habe Eier. Du nimmst sie doch nicht mit. Du nimmst das nicht mit. Ich habe zwei schon genommen. Zwei reichen, mehr gibt's nicht. Mama, zwei esse ich in 5 Minuten. Ja, im Supermarkt haben wir ja nur die Beilagen bekommen. Und ich will dir heute Abend was richtig Italienisch-Afrikanisches auf die Reihe bekommen. Und dafür brauche ich natürlich spezielle Fleischsorten etc., die hier vom heimischen Tier kommen. Und dafür brauche ich die Kinder natürlich nicht unbedingt dabei. Es soll ja keiner mitbekommen, was da so auf den Tisch kommt. Bleibt ihr im Auto aufpassen, ja? Kinder brauche ich jetzt nicht. Ja, gib dem ein bisschen Tipps, ne? Wieso danke. Brauchst du die nicht? Weil ich den nicht brauche. Ich will ja nicht haben, dass die wissen, was wir jetzt kaufen. Aber was kaufen wir denn? Fleisch. Ja, und ich darf wissen, was wir kaufen, ja. Ja. Rindfleisch. Robert, du kaufst keine Sauereien, das sag ich. Nein, das tust du doch, nicht. Doch, wir machen nein. jetzt einen Test. Nein. Doch. Nein. Wir machen jetzt Bolognese. Wir machen jetzt Bolognese aus Antilope. Hier ist der Butcher. Ja. Hier. Was machst du? Ribeye gibt's, guck. Ich esse keine Antilope. Ich esse auf keinen Springbok. Fall. Nein, ich esse das nicht, Robert. Ich esse das nicht. Warum? Nein, dann werde ich Vegetarier. Dann ist Schluss. So, wir brauchen Antilope brauchen wir. Nein, ich esse keine Antilope. Doch. Nein. Ich will es probieren, Carmen. Robert, wir haben kannst doch es doch gar du nicht zubereiten. Nicht du weißt doch gar nicht, wie das doch, geht. Doch, das geht. Ich mache Bolognese aus Antilopenfleisch. Ich mache Bolognese aus Antilopenfleisch. Fertig aus. Spinnst du ja, oder was? Wir machen ein Carpaccio aus Dann brauchst Haus. Du Paprika. Und die Kinder werden es nicht merken. Und ich brauche Krokodil. Robert, ich... Wir machen einen Chicken Salad mit Krokodil. Nee, ich esse das nicht. Dann mache ich heute Abend Diät. Und wir machen Krokodilsalat. Was? Ja. Krokodil schmeckt wie Chicken. Nee. Panieren wir, machen wir kross auf den Tisch. Und wo ist die Haut von dem Krokodil? Da könnte ich mir wenigstens eine Ermesstasche machen. Es gibt keine Haut, aber das ist genau, was sie haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ja ekelhaft, das ganze hier Viech, was man da essen kann. Ne? Wieso? Ich finde das toll. Wieso? Ja, was kann Krokodilfleisch, man denn Krokodilfleisch ist doch mega für auf den Salat zu braten, super. Also du bist echt so ein bisschen Doppelmoral, ne? Wieso? Kein Krokodilfleisch essen, aber die Tasche tragen. Mein Gott, ich esse ja auch Rindfleisch und trage Schuhe, ne? Lederschuhe. Kokoschuhe. Lederschuhe. Akkadasch mit der Kokotasch. Ja, super. Wie viel Antilope brauchen wir denn? Robert! Wie viel machen wir denn? Oder sollen wir Antilope mixen mit normalem Fleisch? Ha? Okay, komm.
Can you show me the Oder noch Hoden oder After oder so? Nein, das hat doch damit nichts zu tun. Können wir heute Abend eine Dschungelparty machen? So. Komm, Carmen, komm gucken. Dschungelabend. Komm gucken. Was denn? Ich weiß ja, wie das Fleisch aussieht. Ich auch nicht. Der soll das zeigen jetzt. Ich weiß ja einfach, was das heißt auf Englisch. Antilope heißt das. Antilope? Ja. Wir haben Antilope und auch Krokodil. Und Krokodil as well. Die haben das wirklich. Möchten Sie es sehen? Ja, ja, show me, show me. Ach, das ist alles eins. Das ist Krokodilfilet. Okay, this. Ja, das hintere. Show me. This is the crocodile. Can I buy the skin? Then I can make a handbag. This is the crocodile. Ja, siehst du, das ist ja jetzt tot. Ich hätte lieber die Haut. Schau mir die an. Mag ich beim Schweinefleisch auch. Ja, die Haut haben die, haben die schon an deiner Tasche verarbeitet. Okay, this we need. This is the antelope. Okay. Hier ist es doch fast so wie in der Metzgerei Schmitz in Köln. Was hat Carmen denn? Das ist doch der Beste. Wir haben Antilope und Springbock gemischt. Wer hat schon mal jemals in seinem Leben eine Bolognese gegessen auf italienische Art mit Springbock und Antilope? Kein Mensch. Und dazu kriegt er ganz einfach noch einen schönen Caesar Salad und Ende. Wir mit müssen doch nicht sagen, dass der Krokodil ist, was da oben drauf liegt. Carmen, wir brauchen das hier noch. Hier. Ja, Biltong ist luftgetrocknetes Wildfleisch und ja, unsere Tochter Shania, die liebt das. Ja, aber nicht auch? Vom Wild, sondern eher vom Rind, weil es gibt das auch von es gibt auch von Strauß. Genau, das ist einfach luftgetrocknet. Schön, magst du es? Ich pack das nicht an. Aber Shania mag es. Das stinkt wie Hundefutter und ich finde das grausam. Das ist Schlange. Quatsch, das ist doch keine Schlange. Das ist doch nie im Snake. Leben. Snake. Was steht da? Da, wo steht denn Snake? Da steht Snake. Nein, da steht doch Plain. Nee, Snake. Da, Snake, Sticks, Plain. Ja, ich kann das nicht lesen. Snack! Oh, hast du gesehen? Snack! Okay, oh. Nimm aber die Antilope mit da oben. Boah, das finde ich total ekelhaft. Also, das ist nicht meins. Klau mir mal so eins. Schnell. Nee, ich kann hier nicht klauen. Ich kann da nicht mit dem Finger reingehen. Das darf man nicht. Na, stopp. Genau, nimm. Nee. Nimm eins. Nur schnell. Da. Probier mal. Ich will es probieren. Sag, ob's gut ist. Lecker? Mhm. Was? Ich würde das mal essen hier. Das ist Biltong. Ja, das hatte ich schon. Nein, den unteren nicht. Den tust zurück. Das ist der Original. Nee, das ist den besten. Okay. Ja. Nicht nehmen. Okay, wir fragen, okay? Lecker? Nee, oh, ich mach das nicht. Bedient euch nur. Wir passen auf, dass keiner guckt. Das ist scharf. Scharf? Das ist kein scharf. Nee, das ist ekelhaft. Magst Was? Du nicht? Das ist Antilope. Boah, Leute. Oh. Es ist Antilope. Das war richtig scharf. Welcome in the jungle. Oh mein Gott, das war so scharf. Natürlich klauen die Geißens nichts und bezahlen am Ende alles. Zur Belohnung gibt es auch ein Leckerli für Carmen. Can you give me this little piece? I want to try. No, this. Good. She doesn't believe this, me. This little piece. This. Yeah. She doesn't believe me that it's good. Ah, es schmeckt it's aber. Amazing. Mama, iss es. Schluck's runter. Schluck es runter. Mama, du musst es im Mund. Ja. Im Mund. Lecker. Ja, ich finde das total ekelhaft, das Biltong. Boah, meine Tochter Biltong isst und das so liebt, kann ich nicht verstehen. Das ist für mich Hundefutter. Ich kenne es aus Monaco, weil Freunde bringen es immer von hier mit. Weil ich kenne auch Leute, die hier öfters hingehen. Und deswegen habe ich es mal in Monaco probiert und es ist sehr gut. Es ist einfach getrocknetes Fleisch. Thank you. Zurück in der Unterkunft macht sich Robert direkt über seine exotischen Zutaten her. Gekocht wird heute Antilope, Springbock und Krokodil. Weder die Kinder noch die später erscheinenden Gäste werden eingeweiht. Ob das wirklich alle lustig finden? Also wir ziehen das in jedem Fall durch, das Menü. Wir sind echt gespannt, wie die reagieren auf Krokodil, Antilope und Springbock.
wird eine spannende Nummer. Unser Dschungelcamp-Menü. Übrigens, geile Frise, liebe Carmen. Riech mal. Riecht wie Hackfleisch, sagst du? Ich weiß es nicht, ich weiß es. Es riecht wie Hackfleisch. Ich will es nicht wissen. Es hat auch eine Konsistenz wie Hackfleisch. Carmen lenkt sich da lieber mit etwas Grünzeug ab. Leider nicht zur vollen Zufriedenheit des Chefkochs. Carmen, ich wollte Rucola-Salat mit Parmesan haben. Weiß ich, du! Ich wollte nicht Rucola-Salat mit Tomaten und Parmesan haben, oder? Die Tomaten müssen wieder da runter, okay? Und dann muss das Ganze auf einen größeren Teller und nicht hier auf so einen Teller stehen. Nee, wir haben keinen. Das ist das Problem. Bei dir ist immer das Problem, weil du es nicht machst, muss es klein ausfallen. Und was du machst, muss groß ausfallen. Oh, ich weiß, was ich mache. Okay, ich weiß, was so, ich mache. Nimm eine Platte oder irgendwas, wo man das vernünftig drauf macht. Moment. So, die Tomaten müssen wieder runter. Garnier die Tomaten von mir aus hier drumherum, oder was? Ja, so. Mach die auf eine Seite. Immer wenn sie was mag, ist sie gut drauf. Wenn sie was nicht mag, zieht sie ein langes Gesicht. Trotz Neckereien, die beiden sind einfach ein eingespieltes Team. Oh, das sieht aber gut aus. Im Moment läuft's. Wir sind am Start. Alles im grünen Bereich. Wir kriegen das schon hin. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal ein mega Küchenteam. Ja, eigentlich ein dynamisches Küchenduo. Okay, das habe ich jetzt mal nicht frisch gemacht, normal. Ah! Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ah, fuck! Jetzt hast du es versaut. Ja, das sind gar keine Tomaten. Was ist es? Bohnen! Ach du Scheiße! Das fällt doch im Jolasch nicht auf. Ja doch, ach, die Soße ist ja jetzt hier drin, Scheiße. Ja, ja, fuck! Haben wir noch falsch gekauft. Da haben wir noch zwei von, kannst du dir das vorstellen? Das sind auch Bohnen hier. Ja, du bist aber blöd, das kann was man schon sehen. Was sind das hier? Hä? Das sind Tomaten, oder? Sind das Tomaten? Das sind auch keine Tomaten, oder? Zeig mal. Was ist das? Die sehen da aus wie Strauchtomaten. Pomodore. Ja, okay. Ja, das sind Pomodore. Machen wir wenigstens eine. Robert, ich habe keine Brille an und kann nicht lesen, ne? Furchtbar. Ich denke gerade, was ist das denn für eine Soße? Sind die Tomaten umgegangen? Na, hier sind welche drin. Die Gäste stehen jeden Augenblick vor der Tür und Robert muss noch immer sein Krokodil, sein Chicken zubereiten. Ob Papa Geis das ganze Zeug überhaupt selber probieren wird? Crocodile, ich bin Crocodile Dundee. Da kommen die Gäste. Die Gäste kommen. Ich muss jetzt hier mein Chicken machen. Sonst kann ich ja hier auch mit meiner Nouvelle Cuisine. Arbeitsteilung à la Geis. Robert hütet sein kulinarisches Geheimnis. Carmen lenkt stilsicher mit Schürze die Gäste ab. Nein, nein, ich mach hier. Küche, mein Bereich. Ah, die Flasche hat sie. Na, guck, ich hab die Flasche dahingestellt. Sag mal, Robert, wie bereitet man Krokodil eigentlich richtig zu? Weiß ich ja nicht. Scharf gebrannt. Macht das wie Chicken? Verkauft er das Chicken, also wird das wie Chicken gemacht. Bisschen Salz noch drauf. Aber haben wir schon gelernt, wenn es versalzen ist, schmeckt keiner mehr. So, ab jetzt ist Robert natürlich für das Dinner alleine verantwortlich, weil ich mach mich jetzt mal schick. Oh oh, die Stunde der Wahrheit naht. Na, Robert, fehlt noch was? Ah, natürlich, Salz. Und? Perfekt. Don Roberto hat wieder einmal zugeschlagen. Aber Moment mal, was wird das denn jetzt? Und was ist das überhaupt für ein Zeug? Geht sich nichts an, Geheimnis. Da meint ja jeder Koch, verrät seine Geheimgewürze. So, also, mein Chicken à la Afrika ist fertig. Man sieht's. Sieht gut aus. Ich kann jetzt gleich wunderbar auf den Caesar Salad. Und wer heute noch ein bisschen Fisch haben will, aus demselben Stück, macht man auch noch ein geiles Fischfilet. So, denke mal, das war's, liebe Leute. Wir haben also die Arrabbiata-Soße fertig. Wir haben die Bolognese fertig. Und die Zutaten zum Caesar Salad. Fehlen uns nur noch die Nudeln. Die Gäste sind schon da. Jetzt warten wir nur noch, bis Carmen wiederkommt. Und dann geht's los. So.